Charakter oder welche sie vielleicht werden wollen, oder welche einfach nur unfassbar tolle Menschen sind, die auf jeden Fall bei diesem Projekt sehen möchten. Da draußen schummern so viele tolle Menschen, die werden richtig Vollgas geben und die werden alles versuchen, um den Desert Warrior zu gewinnen. Ja, moin, Buggis. Ja, genau, ich hatte wegen dem Kamel angerufen. Klappt das? Ja, super, dann komme ich vorbei. Tschö. Ach, das ist so cool, Alter. Ja, moin, ich bin Tim, 33 aus Hamburg. Und als erstes würde ich mich mal bei Otto und dem Team bedanken. Die Möglichkeit, damals sich zum Arctic Warrior zu bewerben, hat meine Leidenschaft fürs Film und YouTube-Machen wieder erweckt. Und das macht mich in letzter Zeit echt glücklich. Danke dafür. So, als nächstes haben wir Bum Bum Buckes. Seitdem bin ich auf YouTube mit Wandertouren und Challenges unterwegs und habe das letzte Jahr sehr viel Spaß damit gehabt. Auf meinem Kanal filmen wir alles mit GoPros, von daher weiß ich, wie ich die zu benutzen habe und sabbel da auch noch rein, wenn es mir richtig scheiße geht. Nach hier knapp 20 Kilometern, die ganze Zeit nur Geröll bergab, macht das echt keinen Sinn mehr. Ein passabler Drohnenpilot bin ich inzwischen auch geworden. Die größten Vorteile, wenn ihr mich mitnimmt, wären, denke ich mal, mein Durchhaltevermögen. Wir haben eine 100 Kilometer Wanderung im Winter gemacht. Ich war 8 Stunden alleine im Gebirge, um meine Drohne zu suchen. Und 1000 Höhenmeter im flachen Hamburg haben wir auch hingekriegt. Ach du Scheiße! Vielleicht ist es auch gar nicht so schlimm. Was ist das? Eine Riesenblase. Eine Riesenblase. Alles. Boom, ihr Wichser! Heil! Ah. Wenn ich auf irgendwas Bock habe, dann gebe ich 100% dafür und ich hoffe, das merkt man auch. Wüstenerfahrung habe ich keine und Hitze und Sand sind auch echt meine Hasskombi. Aber genau deshalb will ich mit euch da raus. Das ist nämlich genau, was ich liebe. Bequemlichkeiten abschmeißen, nicht zu wissen, was kommt und dann auch Tiere in freier Wildbahn. Ich habe so übertrieben Bock. Wer nicht vor die scheiß Tür geht, guckt ein Leben lang aus dem Fenster. Der Philosoph. Und wie ihr unschwer erkennen könnt, lieben mich Kamele. Also, was braucht man mehr für die Wüste? Wasser vielleicht? Ach du Pisser. Entschuldigung, können wir noch ein bisschen Kamelkacke mitnehmen? Okay, Wasser. Ganz einfaches Prinzip. Ich habe hier 3 Behälter. Einmal mich als Fleischeimer und 2 Plastikflaschen. In die eine kommt dann der Blasennektar. Die hänge ich hier drüber, übers Feuer. Urin verdampft, geht durch den Schlauch in die leere Plastikflasche, kondensiert, Trinkwasser. Eigentlich wollte ich das Feuer mit Kamelscheiße machen, aber die habe ich leider so schnell nicht getrocknet gekriegt. Deswegen gibt es jetzt hier einen Brenner. Das Prinzip ist dasselbe. So, hier sieht man es nochmal. Urin, Flamme, kleiner Galgen, Schlauch, geht in die Kondensatflasche. Ich habe jetzt noch ein Tuch drum gelegt, weil es ist hier viel zu windig und wahrscheinlich auch zu kalt. Ja, und schon haben wir hier frisches, klares Trinkwasser. Riecht nicht. Ein paar Stücke drin. Kannst du 1A trinken. Das war meine Bewerbung. Und Otto plus Team, ich würde sagen, erntet, was ihr seht. Schickt mich in die Wüste. Der ist gut. Cooler Typ. Und Kältetechnik, da ist nicht schlecht. Da wird er auf jeden Fall genug Kälte bekommen, denke ich. Ich fand ihn cool. Ich bin die Wüste. Bum Bum Buckes. Wer ihn cool fand, folgt ihm gerne.